Ein großes Graffiti-Kunstwerk heißt alle Besucher in Berndorf willkommen. Denn am Wochenende hatte das Dorf allen Grund zum Feiern. Es wurde 860 erstmals urkundlich erwähnt und beging nun sein 1150-jähriges Bestehen. Überall gab es Stände, die zum Stöbern einluden und Ausstellungen zu landwirtschaftlichen Themen. Viele Bewohner öffneten ihre Häuser und Garagen und stellten Gegenstände und Überbleibsel von anno dazumal aus. Eine sorgfältig eingerichtete Küche zum Beispiel und ein Kinderzimmer. Das Deutsche Rote Kreuz lud zum Mitmachen ein. Hier versucht sich ein junger Mann beim Kistenstapeln. Dabei gilt es, möglichst hoch hinauszukommen. Auf dem Hof der Familie Wäscher zeigte die Freiwillige Feuerwehr Berndorf, wie eine Fettexplosion in der Küche ausgehen kann. Holz spielte schon damals eine wichtige Rolle im Leben der Dorfbewohner. Dieses Thema hatte sich die Wandergruppe zusammen mit dem Naturschutzbund zu eigen gemacht. Es wurde gezeigt, wie ein Stamm bearbeitet werden muss, um später daraus Alltagsgegenstände wie den Reisigbesen fertigen zu können. Reger Beliebtheit unter den Kindern erfreute sich der Hof der Familie Mitze. Mit Streichelzoo und Melkmodell lernten die Kinder das Leben auf dem Bauernhof von einer anderen Seite kennen. Weiter Richtung Kirche lockte ein Pilgerpfad des Lebens mit einem zukunftssagenden Rat. Hier erfuhr man, was das Leben bereithalten wird. An musikalische Unterhaltung wurde ebenfalls gedacht. Auf zwei Aktionsbühnen wurde ein sorgsam ausgearbeitetes Programm geboten. Die bekannten First Guards of St. Kilian begeisterten die Gäste mit ihren Dudelsackklängen und ihrer schottischen Verkleidung. Bis in die Nacht hinein wurde rund um die extra zum Fest beleuchtete Kirche getanzt und gefeiert.